Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir machen jetzt gemeinsam eine Prüfungssimulation. So, wir gehen rein in eine Prüfung. Wir testen also jetzt unser Wissen, ob wir denn schon gut genug sind für die Prüfung. 66 davon können wir noch machen. Ich hoffe, das wird uns ausreichen. Wir schauen jetzt einfach mal, welche Fragen uns da erwarten. Oh, und wir starten auch gleich mit einer schwierigen Frage. 5 Fehlerpunkte gibt sie. Sehen wir immer rechts oben. Haben wir mehr als 10 Fehlerpunkte, gilt die Prüfung schon als nicht bestanden. Auch wenn wir schon 2 Fragen mit 5 Fehlerpunkten haben, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, und der Chat da oben, weiß nicht, vielleicht bleibt er, vielleicht geht er weg. Schauen wir mal. In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor Ihr Fahrzeug. Wie müssen Sie reagieren? Wissen wir, alles, was mit Kinder, Ball, Spiele und sowas zu tun hat, ist immer auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen und bremsbereit bleiben. In dem Fall haben wir ausweichen, bremsen und weiterfahren. Da werden wir nur bremsen nehmen, nicht ausweichen, weil wenn der Ball auf die Straße rollt, dann rollt das Kind irgendwann hinterher und wenn du ausweichst, dann erwischst du vielleicht das Kind. Also auch wie bei Wild, nie ausweichen, geradeaus, bremsen, stehen bleiben, fertig. Womit müssen Sie hier rechnen? Das war die Frage. Auf dem Bild ist ja alles Mögliche zu sehen. Da haben wir irgendwelche Lichtzeichen, wir haben hier Autos, Bremslichter, Gegenverkehr, Fernlicht, hier Uhrzeit und alles Mögliche. Und deswegen ist hier auch jede Antwortmöglichkeit richtig. Soweit ich weiß. Schauen wir mal. Dass Sie entgegenkommende Fahrzeuge erst spät erkennen. Genau, weil wir geblendet dass werden. Dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum abheben. Dass Ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird. Ja, also ist immer noch so richtig, wie ich mir das gemerkt habe. Auf dem Bild ist alles drauf, deswegen ist alles richtig. Also du solltest dir schon auf jeden Fall die Antwortmöglichkeiten ordentlich durchlesen. Ich habe die Frage schon 100.000 Mal gesehen, deswegen habe ich mir jetzt einen kleinen Scherz erlaubt. Die Straßenbahn ist an der Haltestelle gerade zum Stehen gekommen. Welches Verhalten ist richtig? Da müssen wir natürlich damit rechnen, dass jetzt hier Leute ein- und aussteigen. Also werden wir... Ein- oder aussteigende Fahrgäste dürfen nicht gefährdet werden. Sie dürfen nicht gefährdet werden, sie dürfen nicht behindert werden, sie dürfen mit der Hupe gewarnt werden, also Hupe werden wir nicht ankreuzen. Behindert würde bedeuten, wir würden uns jetzt zum Beispiel direkt vor die Tür stellen, ja, und dann kommen sie zum Beispiel nicht mehr raus oder können nicht mehr richtig rein in die Straßenbahn, dann würden wir sie behindern, das ist natürlich nicht in Ordnung. Aha. Wie müssen Sie sich verhalten? Wissen wir schon. Sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Und? Bremsbereit bleiben. Bremsbereit bedeutet, du setzt den rechten Fuß vor die Bremse, den linken Fuß vor die Kupplung, einfach nur davor. Ja? Nicht berühren, ja? Also, du weißt, dass die Pedale unter deinen Füßen sind, aber bis jetzt ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Ball liegt auf der Straße, okay, es ist noch genügend Platz, das Kind könnte kommen, könnte den Ball noch nehmen. So, und dann schauen wir halt, was passiert. Und wenn das Kind jetzt auf die Straße rennt oder wenn irgendwas Blödes passieren sollte, dann weißt du sofort, wenn du die Pedale reindrückst, dann stehst du nahezu sofort. Ja, das ist natürlich schön, dass hier noch der Chat vom Stream gerade eben mit eingeblendet ist. Ich weiß nicht warum, aber schreib da ruhig rein, gar kein Problem. Also Bremsen und Schrittgeschwindigkeit. Warum müssen Sie hier besonders aufmerksam sein? Das Problem ist der Straßenverlauf. Wir sehen nichts, bedingt durch die Kurve und den Büschen, aber auch die Straßenverhältnisse, also hier diese ausgebesserte Fahrbahn. Auf der linken Seite haben wir Kopfsteinpflaster, rechts ist diese Ausbesserung. Das kann dazu führen, dass das Fahrzeug, also du hast halt unterschiedlich griffige Straßenseiten. Ja. Weil die Fahrbahnoberfläche ungleichmäßig ist. Genau. Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist. Sag ich doch. Weil der Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte.
Kurve schneiden würde bedeuten, dass der Gegenverkehr nicht auf seiner Straßenseite bleibt, sondern so ein bisschen unsere Straßenseite mitbenutzt. Aus welchen Gründen auch immer. Und das wäre natürlich sehr gefährlich. Deswegen müssen wir hier besonders aufmerksam sein. Wie sollten Sie sich verhalten? Wie war das nochmal? Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen und bremsbereit bleiben. Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen, bremsbereit bleiben. Wir sind zu gut. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? Also ich würde es einfach mal auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen, vielleicht auch noch bremsbereit bleiben. Oh Mist. Geschwindigkeit vermindern. Fast, 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 fast. Also nicht auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen, sondern wir werden die Geschwindigkeit nur leicht vermindern, was auch Schrittgeschwindigkeit sein könnte. Aber ja, das ist im Prinzip genau das Gleiche. Diese Frage gibt nur 4 Fehlerpunkte und die mit den Kindern gibt 5. 4? 5? Das ist eine relativ schwierige Prüfung bis jetzt. 5 Fehlerpunkte, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Schon schwierig. So. Aber die Antwortmöglichkeiten sind einfach. Mit welchen Gefahren müssen wir rechnen? Wir haben ja 4 Kinder auf der Straße. Das sind die 4 Freunde und ein Ball. Gang. Und deswegen, mit was müssen wir rechnen? Alle Kinder warten auf dem Gehweg. Einzelne Kinder kehren wieder um. Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig. Wir gehen natürlich immer vom Schlimmsten aus. Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht. Die Kinder drehen wieder um, vielleicht auch um den Ball zu holen. Ja, genau. Also 2 und 3 kreuzen wir hier an. Na, endlich eine 2-Fehlerpunkte-Frage. Ich dachte schon, das geht so weiter mit 4 und 5. Unter welchen Umständen dürfen Sie an einer Kreuzung eine rote Ampel überfahren? Oh. Wenn ein Polizist den Verkehr auf der Kreuzung regelt. Ja klar, der Polizist steht über allem. Wenn der Polizist so zu dir steht, ja, also mit der Schulter, mit der Seite, dann darfst du fahren. Das ist sowas wie grün. Steht er mit der Brust oder mit dem Rücken zu dir, dann ist es sowas wie rot. Und wenn er die Hand oben hat, dann ist es sowas wie gelb. Also rot, gelb, dann dreht er sich und dann ist wieder grün. Und dazu muss er nicht seine Arme die ganze Zeit ausgestreckt halten. Weil nach 2 bis 3 Stunden oder nach 5 Minuten geht es schon ziemlich in die Arme. Am besten noch mit so 2 Maßkrügen in der Hand. Also er muss die Arme nicht ausgestreckt haben, das wollte ich damit sagen. Unter keinen Umständen. Um einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn vorsichtig Platz zu schaffen. Ja, habe mich ja letztens auch schon erklärt gehabt, wenn die Ampel rot ist und du hast noch die Möglichkeit, dass du dich da irgendwie so, ja, über die Kreuzung so halb drüber stellst, damit von hinten da die Polizei oder der Notarzt da vorbeikommt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Auf den Gehweg fahren ist so die letzte Ausweichmöglichkeit, solltest du nicht machen, auch aus dem Grund, weil der normale Gehweg ja ungefähr so 15 cm hoch ist und die Kante auch scharf ist, du kannst deinen Reifen damit beschädigen. Du merkst es vielleicht gar nicht, dass du den Reifen kaputt gemacht hast, erst wenn du das nächste Mal mit 150 auf der Autobahn fährst, erwärmt sich der Reifen, dann kann der platzen. Also bitte nicht auf den Gehweg fahren, wenn es geht. Ja? Bitte nicht auf den Gehweg. Übrigens, fährst du in der Prüfung auf den Gehweg, ist die Prüfung vorbei. Es sei denn natürlich, es wäre so eine Notsituation, wo du ausweichen müsstest, um jemanden Platz zu machen. Aber jetzt beim Parken oder sowas darfst du nicht auf den Gehweg fahren. So, wir wollen hier rechts abbiegen. Das geht aber nicht mehr, weil hier 100.000 Autos auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Und ja, wir werden jetzt einfach links abbiegen müssen und dann halt irgendwie wenden. Oder uns was anderes aussuchen, weil rechts geht es jetzt nicht mehr weiter. Also, Sie möchten an der Kreuzung rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich? Ich lenke deutlich nach rechts, um Platz zu schaffen. Ne, das machen wir nicht. Ich warte, bis alle Fahrzeuge.
Da können wir nicht mehr viel warten, weil hinter uns haben wir hier einen ungeduldigen Busfahrer, der auch in den Feierabend möchte. Und dementsprechend werden wir darauf verzichten. Ich verzichte auf das Rechtsabbiegen und bleibe in meinem Fahrstreifen. Ja, und biegen halt dann links ab. Ich sag's auch gern nochmal, wenn dir in der Prüfung sowas passiert, der Prüfer sagt rechts und du hast dich aus Versehen woanders eingeordnet, dann fahr woanders lang. Gar kein Problem, absolut kein Ding. Du solltest nur nichts machen, nur nichts Unüberlegtes tun. Also dann irgendwie so, rechts, ja, und dann rüberziehen, ohne zu schauen oder irgendwie so komische Sachen zu machen oder so, ja, so nach hinten gucken oder so. Wenn du nicht die Zeit hast, die Spiegel zu kontrollieren, den Blinker zu setzen und den toten Winkel zu schauen, dann machst du es nicht. Fertig. Dann fahr geradeaus. So, Video, wieder 5 Fehlerpunkte. Da vorne wird die Straße ein bisschen enger. Rechts auf dem Gehweg fährt ein Radfahrer oder ein E-Scooter. Ein Radfahrer. Die Straße wird enger. Wir bleiben hinter dem Radfahrer. Also Fuß auf die Bremse, zweiter Gang und bremsbereit weiterfahren. Dann sehen wir einfach mal, wie die Situation sich ergibt. Aber so, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, immer zweiter Gang bremsbereit. Also, wir werden verzögern. Genau, das ist das, was ich damit meine. Fuß auf die Bremse, währenddessen Kupplung treten, zweiter Gang, Kupplung wieder kommen lassen, damit das Ganze schön harmonisch abgebremst wird. Schreib mir mal bitte gerne in die Kommentare rein, ob du weißt, beziehungsweise ja, ob du weißt, wie man richtig runterschaltet. Also, wenn du da jetzt im vierten Gang zum Beispiel die 50 km/h fährst und dein Fahrlehrer sagt jetzt, ach, bieg mal die nächste links oder rechts ab, wie du da richtig vorgehst, also Fuß auf die Bremse, Kupplung reindrücken, zweiten Gang, Kupplung wieder kommen lassen, aber nicht zu schnell, sonst sitzen alle so im Auto, kennst du ja. Schreib mir unten in die Kommentare, wie gut du damit zurechtkommst. Oder ob ich dir da irgendwas genauer erklären soll. Zu welchem Zweck darf die Hupe innerorts benutzt werden? Innerorts ausschließlich nur als Warnsignal, nicht zum Überholen und nicht zum Grüßen, also nur zum Warnen. Außerorts darfst du es auch zum Ankündigen des Überholvorgangs benutzen. Aber innerorts nur als Warnsignal. An Haltestellen darf nur gehalten werden, wenn Busse nicht behindert werden. Wie lange dürfen Sie dort höchstens halten? 3 Minuten, denn wer länger als 3 Minuten hält, der parkt. Und wir wissen ja, an einer Bushaltestelle dürfen wir nicht parken. Oh, nächste Frage. Hier gleich wieder mit Haltestelle. Wie weit vor und hinter einem Haltestellenschild dürfen Sie nicht parken? Das sind 15 Meter. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir das in der Prüfung schon mal hatten oder ob ich es gerade eben im Stream erklärt habe mit der Bushaltestelle. Mit der Grenzmarkierung, also es gibt diese gezickzackte Linie und es kann sein, dass die über 5 Meter noch weiter hinausgeht, aber es kann auch sein, dass die ein bisschen kleiner ist als diese 15 Meter. Habe ich jetzt 5 gesagt? 15, ja. Also dass sie über diese 15 Meter hinausgeht oder dass sie auch kleiner ist als diese 15 Meter. Wichtig ist nur, dass du nicht auf dieser gezickzackten Linie parkst, sondern natürlich erst wieder danach oder davor. Aber ansonsten wären es 15 Meter. Welche Kraftfahrzeuge sind vom Verkehrsverbot für Umweltzonen grundsätzlich ausgenommen? An den heutigen deutschen Autos findest du rechts unten oder oben einen grünen Aufkleber. Da ist noch so ein kleines Kästchen, da wird dann das Kennzeichen reingeschrieben und mit diesem grünen Aufkleber kommst du in diese Umweltzone. Wenn du keinen grünen Aufkleber hast oder nur einen gelben oder gar einen roten, dann darfst du auch nicht in diese Umweltzone. Beziehungsweise, ja, es kommt auf deine Stadt drauf an. Aber welche Fahrzeuge sind von dieser Umweltzone, also von dieser Plakette, ausgenommen? Also mit welchem Fahrzeug darfst du in die Stadt reinfahren? In diese Umweltzone, obwohl du nicht diesen grünen Flecken auf deinem Auto hast. Der Sprecher schläft wieder, deswegen lese es ich euch heute vor.
Land- und forstwirtschaftliche Zugfahrzeuge, Zugmaschinen, also so Traktoren zum Beispiel, die dürfen tatsächlich reinfahren, Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen. obwohl sie keinen grünen Aufkleber drauf haben, weil ein Traktor würde niemals irgendwie eine Abgasuntersuchung bestehen, also keine normale. Krankenwagen im Einsatz. Gut. Alle Kraftfahrzeuge der Umweltzonenbewohner. Also Krankenwagen dürfen da auch reinfahren. Wäre ja blöd, stell dir mal vor, du liegst im Krankenwagen drinnen, hast da einen Herzinfarkt, musst jetzt unbedingt ins Krankenhaus und dann sagt der Fahrer im Krankenwagen, ach du, wir können nicht die Abkürzung nehmen, wir müssen da einmal die Verlängerung fahren, weil ich habe diesen Aufkleber nicht. So weit kommt es noch. Sie wollen nach links abbiegen. Wer muss warten? Wir müssen warten, denn wir kommen aus einem Feldweg raus. Wer aus einem Feldweg kommt, hat keine Vorfahrt. Krass, die gab wieder 5 Fehlerpunkte, die gibt wieder 5 Fehlerpunkte und die nächsten sind alles Vorfahrtsfragen, außer die hier. Die geben auch 5 Fehlerpunkte. Also, wie verhalten wir uns hier richtig? Wir haben einen Vorfahrt gewähren. Das hier ist kein Kreisverkehr. Kein Kreisverkehr. Da fehlt nämlich dieses blaue Schild mit den 3 weißen Pfeilen drinnen. Also wir müssen hier in dem Fall warten. Wir haben einen Vorfahrt gewähren. Und hier ist es so, das Problem ist, dass hier die Müllabfuhr in der Straße steht, in die wir reinfahren wollen. Und die Müllabfuhr wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen. Das heißt, es wäre blöd, jetzt die Vorfahrt anzunehmen, weil wir die Kreuzung einfach verstopfen würden. Deswegen wäre es das Beste, wenn wir uns hier vorne hinstellen, auf unsere Vorfahrt verzichten, denn wir kommen ja von rechts und dem Linken einfach durchwinken. Es gibt so einen Spruch, dem Linken sollst du winken. Also wenn du siehst, es bringt dir aktuell nichts oder auch in der Prüfung, ja, der Prüfer sagt links abbiegen und du schaust dir die Straße an und denkst dir so, da kommt gerade einer, ich habe zwar Vorfahrt, da kommt gerade einer raus, ich müsste dann jetzt so einen großen Bogen machen und selbst dann könnte es ein bisschen eng werden. Ach komm, bleib doch einfach stehen, wink dem Linken durch, dann hast du mehr Platz und du hast mehr Zeit. Also, das wäre noch so ein kleiner Trick, den man da anwenden könnte, aber das auch nicht zu oft machen. Also nicht an jeder Kreuzung irgendwie dastehen und dann sinnlos auf seine Vorfahrt verzichten und alle durchwinken. Das machst du bitte nicht. Das wäre sehr dumm. Also, ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen. Nom, 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 nom. Ich darf vor der Radfahrerin, wir verzichten. Wir verzichten. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin? Dreistreifige Barke, jeder Strich steht für 80 Meter im Schienenverkehr, 8, 16, 200, ja, genau. Also 240 Meter in dem Fall, der Bahnübergang kommt in 240 Metern Entfernung. Entschuldigung, jetzt haben wir einen übersprungen, kann auch passieren, aufpassen. Was ist bei diesem Verkehrszeichen zu tun? Da kommt ein Tunnel. Im Tunnel werden wir das Abblendlicht einschalten. Wir werden die Sonnenbrille abnehmen, das ist auch richtig. Warnblinklicht anschalten, das werden wir nicht tun, es sei denn, wir haben eine Panne oder wir fahren auf ein Stauende zu. Es ist irgendwie Rauch oder Feuer im Tunnel, dann kannst du das Warnblinklicht anschalten, aber sonst nicht. Also hier nur Abblendlicht und die Sonnenbrille ist richtig. Welche Tätigkeiten können beim Fahren zu risikoreichen Ablenkungen führen? Das Telefonieren auch mit Freisprecheinrichtung, die Eingabe einer Adresse in ein Navigationsgerät, das Schreiben einer Textnachricht. Alles, es kann dich alles ablenken. Du kannst die Spracheingabe benutzen, indem du zum Beispiel sagst, hey Siri, sende eine WhatsApp an Sebastian. Ja, es kann natürlich auch sein, dass Siri gerade schläft. Dann musst du halt an der nächsten Tankstelle anhalten und das selber in Angriff Wo nehmen. müssen Sie mit plötzlich auftretenden gefährlichen Situationen rechnen? Hinter Bergkuppen, in Waldgebieten, vor Schulen.
Würde ich auch alles sagen. Also du fährst bergauf, bergauf, bergauf und dann kommt die Kuppe, also praktisch der höchste Punkt von dem Berg, bis es wieder bergab geht. Und wenn hinter dieser Bergkuppe irgendwas ist, also ein Tier auf der Fahrbahn oder ein Unfall oder egal, irgendwas, dann wäre es natürlich gefährlich, weil du das Hindernis dann nicht siehst. Also hinter Bergkuppen, Waldgebiete, ganz klar mit Tieren ist da zu rechnen und vor Schulen, da ist dann auch mit Schulwechsler zu rechnen. Wodurch entsteht vermeidbarer Lärm? Durch heftiges Zuschlagen von Türen. Tür zuschlagen ist vermeidbarer Lärm, Durch richtig? Fahren mit einem Dachgepäckträger. Durch Hupen zur Begrüßung. Ja, also wie gesagt, Hupe darf man nicht zur Begrüßung einsetzen. Videofrage, wieder 5 Fehlerpunkte, 70 sind erlaubt, wir fahren 70. Da vorne ist irgendwas, oder? Motorrad von hinten. Aha, okay. Also, da wird die Müllabfuhr gerade überholt. Da, der Grüne ist auf unserer Straßenseite. Ja, ich hätte gesagt, das würde jetzt schon locker ausgehen. Ich wäre jetzt einfach ein bisschen vom Gas weggegangen. Ja, möglichst weit rechts fahren, vom Gas weggehen. Situationsbedingt bremsen, aber ja, schauen wir mal. Also, warum müssen wir unsere Geschwindigkeit jetzt verringern? Wegen des überholenden Kraftfahrzeugs, also wegen dem Grünen da vorne, ja, deswegen. Wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung, nein, wir fahren 70, 70 sind erlaubt, das ist okay. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens. Warum müssen Sie Ihre Geschwindigkeit hier verringern? Wegen des geringen Verkehrsaufkommens. Also, es geht tatsächlich nur um den Grünen, der hier vorne überholt. Warum sind Kurzstreckenfahrten mit kaltem Motor besonders umweltschädlich? Warum? Weil bei Fahrten mit kaltem Motor der Materialverschleiß größer ist. Das ist richtig. Deswegen ist es auch absoluter Blödsinn, den Motor warm laufen zu lassen. Der Motor wird nämlich in dieser Zeit nicht warm und der Verschleiß ist da am höchsten. Also du schadest deinem Motor einfach nur Weil damit. bei Fahrten mit kaltem Motor mehr Kraftstoff verbraucht wird. Ja. Wenn der Motor kalt ist, dann ist das Öl da drinnen sehr zähflüssig, du hast mehr Widerstände, aber auch die Teile sind noch nicht so richtig, ja, sage mal, die passen noch nicht so zu 100%. Und deswegen hast du da sehr viel Spiel im Motor und dadurch erhöht sich der Verschleiß, aber auch der Weil Kraftstoffverbrauch. bei Fahrten mit kaltem Motor die Fahrzeugbatterie überladen wird. Mit der Batterie hat das Ganze nichts zu tun, die Antwortmöglichkeit hat sich irgendjemand ausgedacht, das ergibt absolut keinen Sinn mit der Batterie. Aber 1 und 2 sind auf jeden Fall richtig und darauf sollte man auf jeden Fall achten. Das Schloss eines Sicherheitsgurtes schließt nicht. Was tun Sie? Neues Auto kaufen. Schloss instand setzen lassen. Ist alternativ auch in Ordnung. Mit geringer Geschwindigkeit fahren. Nichts, weil der Sitz mit Airbag ausgerüstet ist. Also, das Schloss austauschen lassen, ja, klar. Mit geringer Geschwindigkeit fahren. Das Schloss eines Sicherheitsgurtes schließt nicht. Was tun Sie? Mit geringer Geschwindigkeit fahren. Nee, 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 nee. Bist du des Wahnsinns? Wenn der Gurt nicht schließt, dann fährst du mit dem Fahrzeug nicht, mit dem Auto. Gurt ist rot, rot ist Gefahr. Rot ist Haram, da wird nicht gefahren. Auf gar keinen Fall. Also hier ist nur die 1 richtig, alles andere ist Quatsch. Die Scheibenwischer an Ihrem PKW funktionieren nicht. Was kann die Ursache dafür sein? Was die Ursache sein kann. Zu viel Wasser in der Scheibenwaschanlage. Diesmal kann zu viel Wasser tatsächlich nicht die Ursache sein. Da ist zu viel tatsächlich nicht schädlich. Wenn du zu viel Wasser im Scheibenwischbehälter, dann läuft es halt einfach rechts und links raus. Das ist jetzt nicht so wild. Bei Öl oder bei Kühlflüssigkeit ist es schlimm. Nicht nur, weil es rausläuft, sondern weil es halt deinem Fahrzeug nicht gut tut. Aber bei Scheibenwischwasser ist das egal. Sicherung durchgebrannt. Ja. Scheibenwischermotor defekt.
Ja, das kann sein. Also wenn der Scheibenwischer nicht funktioniert, dann ist entweder der Scheibenwischmotor nicht in Ordnung oder die Sicherung ist durchgebrannt. Überall da, wo Strom fließt, sind auch Sicherungen drin. Wenn die Sicherung nicht funktioniert, dann kein Strom. Was gibt die? Ach, nur zwei. Okay. Jetzt sind wir bei den einfachen technischen Fragen. Und welche Fragen sind jetzt für dich einfacher? Die 5 Fehlerpunkte-Fragen oder die mit den 2 oder 3 Fehlerpunkten? Kommt auf die Person drauf an, oder? Also, welche Kraftfahrzeuge dürfen ohne Feinstaubplakette in eine Umweltzone einfahren? Alle land- und forstwirtschaftlichen Welche Zugmaschinen. Das. Kraftfahrzeuge dürfen ohne Feinstaubplakette in Ist eine richtig. Umweltzone einfahren? Aber haben wir so eine Frage nicht gerade eben schon gehabt? Oder war die auch im Stream? Ich dachte, wir haben so eine ähnliche. Doch, doch, die haben wir doch gerade eben gehabt, oder? Mit der grünen Umweltplakette war die nicht hier irgendwo? Welche Ja. Kraftfahrzeuge sind vom Verkehrsverbot für Umweltzonen grundsätzlich ausgenommen? Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen. Frage 15 war das. Und jetzt haben wir hier. Welche Kraftfahrzeuge dürfen ohne Feinstaubplakette in eine Umweltzone einfahren? Ja, andere Worte, aber mit genau dem gleichen Inhalt. So, also, alle land- und forstwirtschaftlichen, also alle Traktoren zum Beispiel. Alle Kraftfahrzeuge mit Katalysator. Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge. Ja, für Motorräder gibt es so eine Umweltplakette nicht. Du hast bestimmt auch noch nie ein Motorrad mit so einem grünen Aufkleber gesehen. Das gibt es nicht. Und deswegen dürfen die auch in einer Umweltzone einfahren, wenn sie keinen Aufkleber haben. Aber alle Kraftfahrzeuge mit Katalysatoren, das stimmt nicht, weil jedes Kraftfahrzeug hat einen Katalysator, also zur heutigen Zeit. Und das hat aber nichts damit zu tun. Kann ich aber gerne mal in dem Stream ganz genauer erklären, was das ist. So, hier aufpassen, eine Frage, die sehr häufig falsch beantwortet wird. Was ist in dieser Situation richtig? Wir biegen rechts ab, der LKW biegt links ab. Soweit ist die Situation klar. Wir dürfen zuerst fahren. Der LKW, der ja links abbiegt, muss warten. Aber wir haben hier Verkehrszeichen. Wir haben ein Vorfahrtgewehren. Und wenn wir ein Vorfahrtgewehren haben, dann hat der andere natürlich Vorfahrt. Also in dem Fall müssen wir warten und Der der LKW hat Vorfahrt. LKW hat in dem Fall Vorfahrt, okay? Stell dir mal vor, du kommst jetzt hier vor an diese Situation und hier hast du dieses Vorfahrtgewehren. Ist doch klar, dass der LKW als erstes fahren darf, wenn du ein vorfahrtnehmendes Verkehrszeichen hast. Da einfach ein bisschen ruhiger bleiben in der Situation bei der Frage und sich so vielleicht auch vorstellen, wie man da hinfährt und wie die Situation in 5 Metern vielleicht danach aussehen könnte. Ich muss meine Geschwindigkeit verringern. Ja, sollten wir auf jeden Fall. So, letzte Frage für Wie heute. durchfahren Sie sicher eine Gefällestrecke? Gefälle ist ja bergab, ne? Man hat von euch aus gesehen, von links nach rechts. So, bergab. Gefälle. Ich nehme das Gaspedal vollständig zurück und schalte in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss. Wenn du das machst, das wäre perfekt. Das wäre perfekt. Damit nutzt du die Schubabschaltung und die Motorbremse, hast also weniger Verschleiß und keinen Kraftstoffverbrauch. Im Prinzip ist es ganz einfach, es geht bergab, du nimmst das Gas weg und schaltest ein oder zwei Gänge runter. Das müsste man, glaube ich, auch mal in einem Livestream nochmal ganz genau erklären, wie das Ganze funktioniert, was du da tun sollst und was das Ganze dann auch bringt. Und was den Prüfer da so Spaß dran Ich macht. nehme das Gaspedal vollständig zurück und schalte in den Leerlauf. Ich nehme das Gaspedal vollständig zurück und schalte die Zündung aus. Ja, also spätestens dann wird der Prüfer versuchen, das Fenster aufzumachen und da versuchen rauszuspringen. Da bekommt er nämlich Angst. Nein, also in dem Fall werden wir nur die erste Antwortmöglichkeit ankreuzen. Gas wegnehmen, Gang runterschalten und
und nicht in den Leerlauf schalten und nicht die Zündung ausmachen. Das wäre nämlich sehr gefährlich, weil dann auch die Motorbremse fehlt. Und wenn du die Zündung ausmachst und am besten noch den Schlüssel abziehst, das wäre, also das muss ich noch ganz kurz loswerden. Das Schlimmste, was du tun kannst während der Fahrt, ist die Zündung auszumachen und den Schlüssel abzuziehen. Mach das bitte niemals, denn du weißt, wenn du den Schlüssel aus dem Lenkrad rausziehst, dann verriegelt das Lenkrad und du kannst es nicht mehr bewegen. Vorne kommt die Kurve, du musst ausweichen, das Lenkrad ist fest, das geht nicht. Bitte niemals während der Fahrt den Schlüssel abziehen oder den Motor ausmachen. Danke. So, dann gehen wir die Prüfung ab. Davor sei sicher, dass du den Kanal abonniert hast, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wenn es dir bis jetzt gefallen hat, lass dem Video doch bitte jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank. So, dann gehen wir die Prüfung ab, schauen mal, ob wir sie bestanden haben oder ob wir da ein paar Fehlerpunkte kassiert haben. Aber es sieht gut aus, wir haben die Prüfung wieder mit 0 Fehlerpunkten bestanden. Sehr schön. So, freut mich, wenn ich dir damit helfen konnte. Dann sehen wir uns im nächsten Video oder Stream wieder. Bis dann. Ciao, ciao.